Hallo Leute, ich bin Alex von German Bell Talk und heute gibt es erneut ein Unboxing von der WrestleCrate UK Box. WrestleCrate ist ein Service, der euch jeden Monat eine dieser Boxen hier zu euch direkt nach Hause sendet. Und die ist prall gefüllt mit Wrestling-Goodies von Independent Ligen über AEW, Impact und natürlich auch der WWE. Und wir schauen wie in jedem Monat, was hier so alles Tolles drin ist. Wie in jedem Monat, also quasi wie immer, starten wir mit einem Monat gratis Wrestling. Dieses Mal von EPW, From the World. 20 Jahre Wrestling History. Okay, ich kenn's nicht, aber wir haben auf jeden Fall einen gratis Monat. Und ja, da kann man sich das dann doch schon mal geben. Dann gibt es den Sticker mit dem Motiv des T-Shirts aus dem letzten Monat von El Phantasmo Sudden Death. Also das T-Shirt war sehr, sehr geil, sehr, sehr farbenfroh auch. Und ja, hier also das T-Shirt quasi nochmal in Stickerform. So, und damit ihr das auch nochmal aus der Nähe seht, hier also nochmal der Sticker. Dann haben wir was, was wir so bisher, glaube ich, noch nicht in der WrestleCrate drin haben, zumindest ich noch nicht. Und zwar haben wir hier ein Comicbuch übers Wrestling. Also das sind quasi wie Fotos, die wurden illustriert und in Comicform gesetzt. Und ja, hier sind sehr viele Matches aus der Deathmatch-Szene draus. Deswegen würde ich jetzt hier ungern auf Bilder aus dem Inneren eingehen, aber es ist wow, also sehr, sehr cool gemacht, sehr hochwertig auch, und das ist eine WrestleCrate Special Edition und ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Comic hier. Und dann gibt es mal wieder eine DVD und die ist natürlich auch gerade mal wieder relativ aktuell geworden, nämlich ja, die ist von Bryan Danielson, Becoming the Best in the World, und das finde ich sehr, sehr geil, und wir sind unter anderem Matches drauf gegen Alex Sherry, gegen CM Punk, das ist sogar von der WWE dieses Match. Ja, dann haben wir noch gegen AJ Styles und gegen Samoa Joe, auch das sehr, sehr interessant, gegen Claudio Castagnoli natürlich, gegen Cesaro aus der Independent-Szene, gegen Chris Hero haben wir auch noch, das ist also schon sehr, sehr cool, und also die gebe ich mir auf jeden Fall, und da freue ich mich auch jetzt schon richtig drauf über diese DVD hier aus der WrestleCrate von Daniel Bryan / Bryan Danielson. Ich sage es ja immer wieder, ich hebe mir so ziemlich die coolsten Items immer für den Schluss auf, und hier ist es wirklich sehr, sehr schwierig gewesen, denn normalerweise wäre das, was ich euch jetzt zeige, ganz am Ende gewesen, aber ich habe mir noch was nachbestellt, das wurde jetzt mit dieser Crate geliefert, weil ich ja einen Monat mal ausgesetzt habe, aber ich brauchte das Autogramm da draußen, und ich glaube, das toppt so ziemlich alles. Deswegen starten wir also mit diesem Autogramm hier, was normalerweise in dieser WrestleCrate in diesem Monat drin ist, nämlich von Ken Shamrock. Bekannt natürlich aus WWE-Zeiten bzw. WWF-Zeiten und natürlich auch von Impact bzw. TNA, ja, damals noch. Also sehr, sehr geil, ein handsigniertes Autogramm von Ken Shamrock. Sehr, sehr geil. Und auch das T-Shirt in diesem Monat ist mal wieder richtig, richtig geil. Also ich bin von dieser Crate in diesem Monat wirklich sehr, sehr begeistert. Und ja, das T-Shirt in diesem Monat ist The New Generation 94-97 Coming to You Raw Every Monday Night. Also natürlich angelehnt an In Your House, und hier mit den WrestleCrate Logos finde ich das sehr, sehr, sehr cool gemacht. Also ich freue mich wirklich, dieses T-Shirt demnächst tragen zu können. Was soll ich noch anderes großartig dazu sagen? Mega geil. So, und wenn es nicht ein kleines Problem mit der Verlängerung gegeben hätte, mit meiner Crate, dann wäre das hier jetzt eigentlich normal drin gewesen. Also jeder Subscriber hätte genau das hier bekommen. Und ich hatte jetzt nachgekauft, auch das ist ja kein Problem, das kann man machen. Dann kommen die Items dann immer in der nächsten Crate automatisch mitgeliefert. Also man bezahlt quasi nicht nochmal extra Versand, wenn man nicht das Item unbedingt sofort haben möchte. Auch das ist ein sehr guter Service der WrestleCrate. Und ja, wie gesagt, ich habe mir das Autogramm nachbestellt, weil ich es brauchte. Und es ist ein Autogramm von Kurt Angle. Ist das was oder ist das was? Also ich finde das mega, ein Autogramm von Kurt Angle zu haben. Wow. Also da fehlen mir echte Worte. Ich bin immer wieder begeistert
von Legenden Autogramme hier zu bekommen, und alleine dafür lohnt es sich wirklich schon, die WrestleCrate zu abonnieren. Wirklich sehr, sehr geil. Und zu guter Letzt natürlich noch das WrestleCrate Lootbook vom Juni 2021. Ich weiß, ich bin ein bisschen hinterher, aber das kam durch Umzug und allen Pipapo. Also jetzt noch das WrestleCrate Lootbook mit dem Coverstar Daniel Bryan, von dem wir natürlich diese sehr, sehr coole DVD haben, und auch dieses Bild hier finde ich mega geil. Innen drin haben wir natürlich nochmal die Itemlist, unter anderem halt mit dem Autogramm von Ken Shamrock, der Bryan Danielson DVD, und vielen, vielen mehr, den Subscriber des Monats und ein Ausblick auf die vorletzte oder letzte WrestleCrate, die ich jetzt noch hier habe, nämlich auf den Juli. Die fehlt ja auch noch. Und da ist ein Autogramm von RVD drin. Und auch da freue ich mich jetzt schon mega drauf auf dieses Autogramm. Ich habe es ja schon, aber ist wahrscheinlich wie Schrödingers Autogramm, wenn man es noch nicht in der Hand hat. Hat man es noch nicht besessen. Und deswegen freue ich mich, demnächst mit euch diese WrestleCrate schon auszupacken. So Leute, und das war's mit dem Unboxing, also zur WrestleCrate für diesen Monat. Und wenn ihr auch so eine Box zu euch nach Hause holen möchtet, folgt doch einfach mal den Link unten in der Videobeschreibung, da gelangt ihr zur Seite und die Registrierung ist ganz, ganz easy. So Leute, das war's also mit dem Video. Am Ende bleibt mir nicht viel anderes übrig, außer zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen, einen Kommentar natürlich oder natürlich auch ein Abo von euch. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann kann ich euch übrigens noch das Unboxing zu dem TNA World Heavyweight Championship empfehlen. Das müsstet ihr auch unten in einer Playlist finden. Und also dieses Beast, kann man nur wirklich sagen, ist Wahnsinn. Also dieser Titel ist richtig, richtig cool. Und wie cool genau, seht ihr dann natürlich auch in dem Unboxing. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao.